erzählen die Geschichte Orlandos. Wer ist Orlando? Sie ist. Eine Biografie wird dann als vollständig angesehen, wenn sie über 6 oder 7 Selbstbericht gibt. Der Knabe, der auf einem Hügel sitzt. Der Knabe, der der Königin eine Schüssel mit Rosenwasser reicht. Der junge Mann, der sich in die Liebe zu Sascha verstrickt. Der Gesandte. Der Herzog. Die vornehme Dame. Der Verlassene. Die Mutter. Der Vater. Der Dichter. Die Dichterin. Doch wo ist das wahre Selbst? Wenn wir das Bildnis des Mannes Orlando mit dem der Frau Orlando vergleichen, so werden wir, obwohl beide eine und dieselbe Person darstellen, doch gewisse Unterschiede wahrnehmen. Würden sie dieselben Kleider tragen, vielleicht wäre auch ihr Blick in die Welt der gleiche.